Who will be a bubbly baby? Bubbling bubbles in my belly. A little beetle or a bee, a bird, maybe a bit of you and me. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Lust vor Leben. Heute bin ich in Dortmund und zwar im Bordoll. Ich hatte vor ein paar Monaten Besuch aus Dortmund von ein paar Mädels und die haben mir erzählt, dass es hier ein Bordell gibt mit Sexpuppen. Und da bin ich doch echt sehr neugierig geworden. Und heute bin ich dann auch im Gespräch mit der Evelyn, mit der Betreiberin von dem Bordoll. Und ich gucke mir auch mal die eine oder andere Dame an. Ich freue mich schon. Gesehen und ich war total fasziniert von dieser realistischen Umsetzung dieser Puppe. Mhm. Ja, und hatte natürlich zu dem Zeitpunkt auch Probleme mit meinem echten Bordell echte Frauen zu finden und habe mir deswegen quasi zwei Testpiloten angeschafft, weil ich einfach gedacht habe, warum soll das da laufen und hier nicht. Also wir haben gestartet mit sonntags zwei Puppen und jetzt seht ihr ja selber täglich und 16 Puppen. Zwei Lieblingspuppen, und zwar ist das einmal dieses klassische Modell Anna 1960-90 und blond und Anime Doll Yuki. Also mal was ganz anderes mit den blauen Haaren, figurtechnisch, Fantasy-like. Ne? Ja. 50-50, also hier herrscht noch keine Kondompflicht für die Puppen, weil es ist klar, es gibt kein Immunsystem, es gibt keine Blutübertragung. Die werden natürlich fachgemäß gereinigt und desinfiziert nach der Benutzung. Aber viele möchten gerne ohne. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, also wenn er benutzt wird, dann durch Pärchen. Ja. Ah, okay. Wenn Frauen alleine kommen, nehmen die sich in eine weibliche Puppe. Ja, also es ist eigentlich nach hinten losgegangen mit Diego. Ja, der sitzt halt viel. Ne? Deswegen sieht er auch noch so gut aus. Ja. So, jetzt haben wir schon einiges gesehen hier. Jetzt werde ich mir noch eine Puppe aussuchen und mir genauer angucken. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Die May werde ich jetzt entführen. Leute, das ist hier nichts für Weicheier auf jeden Fall. Ich glaube, die gute May wiegt auch so um die 50 Kilo, was ja eigentlich nicht viel ist, aber ich werde sie jetzt mal übertragen in die Soft Lounge oder in das Soft Studio und dann gucke ich mir die May nochmal genauer an. Ja, jetzt haben wir die gute May hier bei uns und ich wollte sie mir jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Was sie so zu bieten hat, die gute. Ja, zum einen fand ich es ganz interessant, so vom Anfassen ist es doch wirklich sehr griffig. Man kann ja wirklich ordentlich zufassen und man sieht schon, dass das griffig ist, das Ganze. Mal beim Gesicht angefangen. Hier haben wir doch einen Mund, den man auch, denke ich, noch anderweitig nutzen kann. Definitiv. Ein bisschen, wenn man ein bisschen reinfasst, merkt man auch, dass es ein bisschen mit Gleitgel, glaube ich, geschmiert ist, sage ich mal. Auf jeden Fall ist es gut gleitfähig dort drin. Wer ein
vielleicht Brustfetisch hat oder wer gerne eben großen Busen mag, glaube ich, ist bei May ganz gut aufgehoben auf jeden Fall. Man sieht hier, gibt es ordentlich was zu bieten. Und ja, dann kommen wir nochmal zu dem anderen wesentlichen Teil. Dann kommen wir hier unten. Die gute Dame ist auf jeden Fall rasiert. Ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Damen auch rasiert sind. Wenn man hier so ein bisschen hinschaut, hat man die inneren und äußeren Lippen definitiv. Klitoris nachgestellt. Und wenn man ein bisschen weiter schaut, ich weiß nicht, ob man sehen kann, kommt man natürlich sozusagen zu dem Eingang der Vagina. Wenn man da ein bisschen reinfasst, ja, ein bisschen Gleitgel noch dazu, ich glaube, dann ist das auch wirklich, kann es eine Freude sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich nichts anderes als auch ein Masturbator für Männer. Fühlt sich genauso von innen an. Ja, was ich noch ganz, ganz lustig finde an der Dame oder an den Damen insgesamt, sind immer diese Fingerchen. Die sind so schön wabbelig, sage ich mal. Da sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche, ja doch, doch, man kann sie doch ein bisschen knicken hier, sehe ich gerade. Aber gut, es ist nicht ganz so realitätsnah eben, ne? Ja, das ist die gute May. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ihr Lieben, das war jetzt der Beitrag aus dem Bordell in Dortmund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so findet, wie ihr dazu steht, ob ihr euch vorstellen könntet, vielleicht mal hierher zu kommen, es auszuprobieren, eventuell alleine, mit Partner, mit Partnerin. Kommentiert es gerne. Und mir hat es sehr gut gefallen, auf jeden Fall, weil Evelyn und die Mitarbeiterin unheimlich nett zu uns waren. Und leider konnte ich mich mit den Pübis nicht so gut unterhalten, aber ich denke mal, ihnen geht's gut hier. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dann, lebt lang und lustvoll, eure Roxy. Of you and me.